Moin meine Freunde und herzlich willkommen bei LS19, dem Landwirtschaftssimulator 2019 und der heutigen Folge der Monklands Farm Company, wo es planmäßig unter anderem um unseren ersten Rinderkauf geht. Was habe ich offscreen gemacht? Ihr seht schon, ich bin hier ein bisschen auf der Map gerade zugange. Ich habe an verschiedenen Feldern Ballen gepresst. Dadurch haben wir ein ordentliches Sümmchen schon mal zusammenbekommen auf 14 und 20. Jetzt sind wir gerade auf Feld 84 und sammeln da die letzten Ballen ein. Wir sind schon bei dem abgeschlossenen Auftrag, also wir haben schon 100% erreicht. Und das sind jetzt wieder diese bekannten restlichen Ballen, sage ich mal. Wir können uns wieder aussuchen, ob wir sie verkaufen wollen oder ob wir sie behalten wollen. Da wir dick ins Rinderbusiness einsteigen wollen, denke ich mir, wäre es schlauer, sie zu behalten. Hier seht ihr, der Auftrag ist schon abgeschlossen. 19.449 kriegen wir dafür, also schon mal schön 20 Flocken wieder. Richtig schön. Das ist das Coole an diesen Ballenpresslohnarbeiten. Die sind immer so langwierig, das zu machen. Aber in dem Fall habe ich es jetzt so gemacht, dass ich den Lohnarbeiter, meinen Helfer, habe ich vorfahren lassen mit dem Pöttinger Rasenmäher, der auch direkt in Schwaden ablegt. Und ich bin mit der Ballenpresse hinterhergefahren. Also haben wir jetzt ein zweites Feld bearbeitet und das ging eigentlich schneller für fix. Das war auf jeden Fall schneller als der Auftrag davor. Da das so ein schön großes Feld hier ist, ist natürlich auch viel Silage übrig, was unseren heimischen Vorrat auf jeden Fall aufstocken wird. Das ist schon mal sehr schön. Ich fahre nochmal kurz hier rum und gucke, ob ich etwas übersehen habe. Ob ich in der Person besser darauf gefunden habe. Ich muss die einfachen Dinge. Die einen schlauen Menschen kennt. Okay. So, da drin haben wir ein paar. Hier ist die Ballenpresse, die müssen wir auch unbedingt abholen. Wir waren ja mit den beiden Fans hier und mit dem einen bin ich schon zurückgefahren. Da hatte ich natürlich das Mähwerk drauf. Wenn der hier es gerade mal so schafft, dann schafft der kleine Fan, der kleine motorisierte Fan das auf gar keinen Fall. So, das ist so ein schöner Batzen, den wir jetzt hier haben, oder wie? Oh, super. Perfekt. Bringen wir nach Hause. Ich überlege jetzt gerade, ob wir den Auftrag jetzt schon abschließen sollten oder ob wir erstmal die Ballen nach Hause bringen sollten. Wir können auch nochmal kurz auf den Verkaufspreis gucken von Silage. Wie wir da überhaupt stehen mit dem Verkaufspreis. Ob das überhaupt lohnt, die zu verkaufen oder zu behalten. Schnitzel, Silage. Nee, guck mal hier. Guck mal. Frühling, Winner, da geht noch mehr. Das würde jetzt in dem Moment keinen Sinn machen, die Silage zu verkaufen. Der schnellste Weg ist da hoch und dann über die Feldwege, ne? Ja, Kinder, heute ist es soweit. Wir kaufen Rinder. Rinder. Ich hab nochmal weitergeguckt. Nehmen wir Brahman. Nehmen wir Limousin. Dann gab es da noch diese andere. Wie hießen die? Da habe ich jetzt den Namen von vergessen. Welche nehmen wir? Ich bin tatsächlich bei den Brahman. Wir sind hier in einer sehr heißen Region. Wir haben hier 35 bis 40 Grad. Auch jetzt gerade ist es wieder extrem heiß. Die süffeln uns. Die süffeln uns einfach den kompletten Wasserspeicher sonst leer. Also, und die Brahman, die sind ja darauf ausgelegt, in heißen Regionen zu leben. Das heißt, die trinken halt auch nicht so viel. Ich meine, ja, klar, Wasser ist umsonst. Aber
Ich denke, wir werden hinterher noch genug zu tun haben, wenn wir dann auch noch irgendwann Schafe haben. Vielleicht kaufen wir noch mal ein zweites Feld. Feldarbeit haben wir bis jetzt noch gar nicht gehabt. Ne? Das ist natürlich jetzt auch, weil wir erst die Sojabohnen gepflanzt haben. Apropos Sojabohnen, wir können mal ganz kurz hier nachschauen, wie es um sie steht. 50% des Wachstums war. 50% erst? Wir sind am Ende von der Wachstumsphase, sage ich mal, und wir haben 50%. Es dürfte spannend bleiben. Es dürfte spannend bleiben. Ah, Mann. Das ist sehr gut. Ja, ich glaube 9% Bodenfeuchte hatten wir, wenn ich mich recht entsinne. Weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Naja. Ja, Rinder, genau. Brahman, heiße Region, wäre glaube ich ganz sinnig, trinken nicht so viel, Wasser ist umsonst, da waren wir, genau. Ja, das Wasser ist umsonst, das ist richtig, aber ich denke, wir werden hinterher, wenn wir die Schafe noch haben, vielleicht auch noch Schweine, ein zweites Feld, genau da waren wir, werden wir noch genug zu tun haben. Und ich glaube, dann sind wir über jede Arbeit, die uns dann entfällt, glücklich. Schönen Platz zu haben. Ja, moin, alles klar. Ich dachte, die Wand, die wir da rechts sehen, in der Mitte, ist unsere Wand. Aber ja, klar, wir haben ja zwei Silos. Was mir auch noch gerade einfällt, ist, dass ich gar nicht so gut rückwärts fahren kann. Oh, alter Schwede. Weg von der Bahn, Mann. Nee, was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich durfte es schmerzhaft kennenlernen oder durfte es schmerzhaft herausfinden mit einem Verlust von 10.000 Euro. Und zwar hatten wir einen Ballenpressauftrag auf Feld 91 und der war komplett fertig und den hatten wir im frühen Sommer gemacht. Der war komplett fertig. Ich musste nur noch die Ballen abladen. Aber da ich, das habe ich offscreen gemacht, aber da ich die Folge mit euch starten wollte und zwar jetzt im Hellen und nicht wieder im Dunklen, habe ich die Zeit vorgespult zum nächsten Tag. Und dann das Spiel gespeichert, weil ich dann die Folge anfangen wollte. Und dann wollte ich halt alles gucken, dass alles ready ist für die Folge. Bin zum Feld gegangen und habe dann gemerkt, dass dadurch, dass ich das am nächsten, also dass ich zum nächsten Tag gesprungen bin, ist wieder neues Gras gewachsen, was aber noch nicht mähbereit war, aber was schon da war, weil es eine Wachstumsstufe von 33%. Folglich ist der Auftrag bei 80% stehen geblieben und ich konnte nichts mehr machen. Alle übrigen Ballen, die ich hatte, hatte ich verkauft. Das heißt, ich war bei einem Verkauf von 100%. Aber ich konnte den Auftrag nicht abschließen, weil ja noch das ganze Feld bedeckt war mit 33%iger Wachsstufe vom Gras. Ne, weil es nachgesprossen ist. Also Ballenpressaufträge immer am selben Tag abgeben, wie man sie annimmt. Sehr wichtig. Und da wir jetzt von Lohnarbeit reden, können wir auch direkt einmal den kleinen Fendt hier ready machen für ein bisschen Lohnarbeit zum Düngen. Hatte ich gesehen, sind wieder welche bereit und das geht ja mal so schön fix, die Düngaufträge zu machen. Ja moin, aber vorher kümmern wir uns um die Hühner. Keiner hat gesehen, dass sie auf Rot stehen und dass das Futter gelb ist, also beziehungsweise der Futterfüllstand auf Gelb steht. Ich möchte auch gerne, dass wir neue Rinder, mal richtig, nicht Rinder, ich möchte gerne, dass wir richtig dick in Hühner investieren. Weil, das geht ja gar nicht zu Potte da mit den Eiern. Es sind immerhin schon 5 Tage, seitdem wir hier auf der Farm. Für Ingame ist es, glaube ich, schon ziemlich langwierig, dass es so lange dauert. Langwierig, dass es lange dauert. Grammatik Easter.
sehr stabil, der Korb. Auf jeden Fall. So, perfekt. Haben wir auch. Können wir Dünger aufladen. Brauchen wir die Gabel an dem oder an dem anderen? Ich glaube an dem anderen, ne? Also Fakt ist, wir brauchen sie ja nicht an dem hier. Folglich können wir sie ja erstmal hier stehen lassen. Wir können auch nochmal gucken, dass, wie hoch der Sollvorrat für die Rinder im Jahr ist an Futter. Wie viel wir da tatsächlich immer brauchen. Ich möchte gerne mal gucken, ob wir ihn hier drin auch sauber machen können oder ob wir tatsächlich den Kercher brauchen. Nee, geht nicht. Schade. So. Aber next time. It's not that important. Ja moin, 67%. Läuft doch, Kinder, läuft doch. Sehr gut. Bald können wir hier auch wieder ein bisschen Gras rausholen. Ja. Dann haben wir hier links unser Gras. Ist doch schickilappi. Linker wird überbewertet. Kam eh keiner. Dann fahren wir aber zum ersten Lohnarbeitsfeld. Damit sie Bescheid wissen, dass ich komme. Dann fahren wir mal runter bis zur Ecke. Da kommen wir besser drauf klar, wenn sie immer an der Ecke anfangen können. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Am besten immer an der rechten Ecke anfangen. Tsching, 20k. Seht ihr, das hier meine ich, ne? Also das ist ein Düngeauftrag, der ist halb so viel, der kriegen wir die Hälfte von dem, was wir bei dem Ballenpressauftrag hatten. Hier hatten wir auch einen geilen Ballenpressauftrag für ungefähr 30k. Aber das Feld ist halt alles andere als angenehm, ne? Das ist, da kann ich nicht mal mit dem Helfer, glaube ich, zusammenarbeiten. Die ganzen Wellen und... Boom! Nee, kein Bock. Kein Bock. Es geht hier nicht um Lust, es geht um Geld. Nee, es geht auch ein bisschen um Spaß. Definitiv. Eigentlich nur das Spiel. Lost. Hashtag Lost. So, Leute, es ist soweit, worauf wir lange, lange gewartet haben. Wir kaufen jetzt Rinder. Sehr gut, ich freue mich, ich freue mich. Wir müssen nochmal gucken, also... Ich weiß nicht, ob wir wirklich diese Kühe brauchen, das bin ich die ganze Zeit am Überlegen, ne? Brauchen wir Kühe für die Fortpflanzung? Kommen dann Brahman raus, weil die mit in der Koppel sind? Oder kommen da auch Holsteiner Kühe raus? Das müssen wir, glaube ich, einfach ausprobieren. Ja, das sind hier die Limousinen. Das sind die absoluten
Mast-Rinder, sag ich mal. Hier, Sailor. Das sind diese Mittelklasse-Dinger. Marmoriertes Fleisch, bringen guten Preis, aber die werden nicht so geil beworben. Ja, und hier sind diese Brahman. Da haben wir halt vier verschiedene Farben, aber ist halt farblich der einzige Unterschied. Aber das sind halt so diese. Die kenne ich nämlich auch von Australien aus der Farm. Der hatte nämlich auch solche. Der hatte auch normale Milchkühe, aber das waren halt auch Masttiere bei ihm. Und der hatte ganz viele von diesen Brahman. Die sehen natürlich richtig schön gesund aus. Die sehen alle ziemlich gesund. Jetzt machen wir hier nicht so einen auf Mr. Oberversiert. Ja, Leute. Brahman. Ich würde sagen, wir nehmen die. Farblich ist es erstmal egal. Ja, moin. Bei 5 Rindern haben wir 1000 Euro Gebühr für die Lieferung. 1000. Also ein halbes Rind. Wir haben einen Viehanhänger für 9000. Das ist doch schnell wieder drin. Wollen wir den sonst nehmen? Dann holen wir die immer selber ab. Boah, ich glaube, das ist richtig nervig. Das erste Mal macht Spaß, zweites Mal auch. Das Mal denke ich so, ah. Es sind halt nur vier, die da reinpassen, ne? Rundumleuchte. Ja, lass uns die Rundumleuchte draufpacken und dann vergessen wir sie eh wieder anzumachen. Naja, 2000 für neue Reifen. Nope. Machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Machen wir, mal gucken, wie lange wir Lust haben, das zu machen. Dann gehen wir den mal beim Shop abholen. Und ja. Ich würde sonst sagen, wir sehen uns gleich beim Shop. Bis gleich, Genas. Immer wieder schön in diese stark belebte Metropole zurückzukehren. Hier boomt das Leben. Bremsweg ist da. So, dann müssen wir mal gucken, wo der Viehhändler ist. Warte nicht, hier unten Spinnerei. Ah, da ist der Viehhändler. Und guck mal, da links direkt eine Tanke. Dann können wir auch zur Tanke fahren. Sehr gut. Denn wie wir sehen wir im Tank fast nichts. Das ist aber keine Tankstelle. Ich weiß, ich will gucken, was das ist. Mother Earth. Ja, also Kinders, das ist der örtliche Bioladen. Kriegt ihr alles von Safran bis Seitan. Safran? Boah, Junge, ey. Fahr einfach. Zum Viehhändler müssen wir nach rechts, Tanke links, also machen wir erst einmal Tanke abfahren. Und dann müssen wir uns auch, also ich würde es eigentlich lieber haben, dass man so ein Tankfass auf der Farm hat, ne? Das ist so ein bisschen authentischer irgendwie. Ich kann ja immer nur davon reden, wo ich in Australien auf der Farm war und da hat er auch halt einen Dieseltank gehabt und einen Benzintank. Da war nichts mit zur Tankstelle fahren, weil einfach die nächsten 45 Minuten um uns herum nichts war, außer Outback. Also daher, ja, würde ich das, glaube ich, cooler finden. Holen und dann gehen wir The Ringish kaufen.
Ich bin echt gespannt, wie wir das mit dem Futter gewuppt bekommen. Ob das noch. Ja, spannend. Ich glaube, also entweder werden jetzt vier Rinder am Anfang, was ich glaube, also bitte erschießt mich nicht. Ich habe bei diesem Spiel noch nie Rinder besessen und gehabt. Deswegen ist so auch meine Entjungferung, was den Besitz von Rindern angeht. Deswegen weiß ich gar nicht, was auf uns zukommt. Und ob vier, vielleicht sagt ihr so, hä, was willst du mit vier, Junge? Ich glaube nicht, dass ihr sagen werdet, wo ist hier der Eingang? Ah, ein Eingangpfad. Ja. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass ihr sagen werdet, was? Vier auf einmal? Das ist voll viel. Von daher werdet ihr höchstwahrscheinlich sagen, hä, was willst du mit vier? Das werde ich wahrscheinlich auch relativ früh merken, aber lieber so rum als andersrum. Das wäre sonst ein bisschen doof. So. Altbekannte Frage, wo ist der Trigger? Hier ist ein Pfeil, soll ich da reinfahren? Da kann ich auch einfach hier irgendwo mich hinstellen. Ah, hier steht Tiermenü öffnen. Ja, wir müssen ja eh hier raus. Also kann ich mal direkt einmal drehen. Sofern der Platz das zulässt. Ich schieb's auf den Platz, nicht auf meine Fahrkünste. Rangierkünste. Welche Rangierkünste? Küste. Dieses Gehirn, was sich anders oft verknotet. So. Es ist soweit. Und hier kann man jetzt nämlich alles möglich kaufen. Schweine, Schafe. Man kann alles kaufen. Wir könnten uns auch hier so ein Pferd kaufen. Paint Horse. Nee, wir bleiben natürlich bei Rindern. Bei den guten Brahmern. Oder eine Limousine mitnehmen? Nee, lass uns erstmal nur Brahman mitnehmen. Und dann gucken wir. Einen oben drauf. Da sind sie. Mach mal Mu. Transporte de Animals. Jawohl, ich fahre euch mit. Ist das in Ordnung? Oh, guck mal, wie süß sie gucken. Sie sind alle starr vor Angst. Nicht mal die Ohren bewegen sich. Aber ich bin schon froh, dass das war jetzt schon echt gut. Also ich habe zum Teil wirklich Mods runtergeladen, da hast du so einen Viehstall, nicht Viehstall, so einen Hühnerstall gehabt. Das ist nicht der schnellste Weg. Links runter oder rechts runter? Fahren wir rechts, den altbekannten Weg. Oh, das war aus dem Zusammenhang herausgerissen eine sehr böse Aussage. Genau, ich habe mal eine Mod runtergeladen, da war ein Hühnerstall. So ein Legehennenstall. Und dann bist du da reingegangen und dann hast du da wirklich deine Boxen gehabt. Und vorne an der Box, wo eigentlich das Huhn drinne wäre, war einfach nur so ein JPEG raufgebackt. Also, dann hast du da so ein total pixeliges Bild gesehen von einem Huhn. Und deswegen war das zum Anhängen jetzt gerade schon sehr, sehr gut. Ja. Wie auch eben würde ich sagen, Scotty, beam uns hoch. Alter. So unknowing. Und wir sehen uns bei der Farm wieder. Ich gebe ihm hier nochmal einen neuen Auftrag. Beziehungsweise hier fehlen uns, glaube ich, noch ein paar Prozent. Kann das sein? Ja, der hat da drüben diese andere Spitze wieder vergessen mit zu düngen. Beziehungsweise hier ist auch schon wieder so ein helles Feld, aber ich glaube, wenn wir nur da drüben die Spitze mitnehmen, sollte das schon reichen. Ja, ich dünge das Feld hier mal ganz kurz zu Ende und fahre das Vieh zur Farm zurück. Und wir sehen uns gleich bei der Farm. Bis denn!
in eurem neuen Zuhause. Schön viel fressen, während ihr hier seid, damit ihr schön fett werdet und ich euch wieder teuer verkaufen kann. Oh Mann. Ja, sehr cool, Leute. Rinder zu Hause. Wir haben unsere ersten Rinder gekauft. Und es tat überhaupt nicht weh. Okay. Okay, jetzt ist natürlich alles Katastrophe hier. Das müssen wir uns jetzt mal, dem müssen wir uns jetzt mal widmen. Wasser 250 Liter. Oha. Oha. Ja, aber wenn wir gerade schon hier vorne sind, würde ich sagen, machen wir mal als allererstes die Sachen vorne im Stall. Was da wäre, Silage, Futtermischration. Füllt sich, glaube ich, von alleine nach, weil wir die Palette in den Trigger gestellt haben. Daran müssen wir uns gewöhnen, dass das Tor mal zugemacht werden muss. müssen wir gleich mal gucken. Also ich bin der Meinung, dass die Silage sich automatisch Futtermischration sich automatisch nachfüllt, weil die da halt im Trigger liegt. Aber ich bin der Meinung, auch das gerade schon rascheln gehört zu haben. Ein bisschen Gras nach. Ja, Leute, also wie ihr sehen könnt, haben wir ungefähr 10.000 Liter Gras verloren, weil es leider auch in dem Ladewagen. Das wäre schön gewesen. 10.632. Super. Mal gucken, welchen wir als nächstes annehmen. Welchen Düngauftrag. Das müssen wir dann mal nachschauen. Ich würde sagen, Feld 66 ist doch eine ganz schöne Sache gewesen, oder? 61. Ich glaube, 66 ist ganz gut. Ja. Ja, das sollte der Helfer auch schaffen. Kinders, wir sind schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Ich daller hier noch so ein bisschen rum. Ich kümmere mich nochmal um die Rinder, fülle das ganze Futter nach, etc. pp. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich ein paar neue Aufträge gemacht habe. Ja, ein paar neue Düngeaufträge höchstwahrscheinlich werde ich machen. Den Ballenpressauftrag, den lassen wir links liegen, der ist mir zu, da ist zu viel Action. also beziehungsweise, ihr wisst schon, wie ich das meine. Schön, dass ihr da wart, schön, dass du da warst. Ich würde mich freuen, wenn du oder ihr das nächste Mal wieder mit dabei am Start seid. Lasst mir gerne ein Follow da, damit ihr eine schöne Notification bekommt, weil ihr natürlich auch die Glocke mit aktiviert. Zwinker, zwinker, ich habe gerade gezwinkert, aber ihr könnt das nicht sehen, deswegen muss ich das kommentieren. Zwinker, zwinker. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal. Follow, Glocke, Like, you know how that rolls. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.